Hallo, heute haben wir unser Benedikt Klöckner, der Cellist. Er spielt Cello für Music Without Quarantine jeder Mittwoch um 19 Uhr. Und ich möchte ihm ein paar Fragen stellen. Und Benedikt, könntest du bitte uns ein bisschen von deiner Erziehung und auch dein wie du ein Cellist würdest. Eigentlich meine erste musikalische Begegnung kam durch meinen älteren Bruder, der sehr intensiv Geige spielte. Und ich wuchs quasi durch ihn mit Musik auf. Und als ich ungefähr 6, 7 Jahre alt war, spielte er in einem Klaviertrio. Und ich saß stundenlang bei den Proben dabei und hörte zu und blätterte die Noten des Pianisten. Und dabei verliebte ich mich in den Klang des Cellos. Sie spielten damals Mendelssohn-D-Moll-Trio, das mit einem wunderschönen Cello-Solo anfängt. Und ich war von Anfang an von dem Schokoladenklang des Cellos absolut fasziniert und habe mich, glaube ich, dabei in das Cello verliebt und wollte es dann auch sogleich anfangen zu lernen. Gut, was würdest du sagen, was hast du von deinem Bruder gelernt? Oh, sehr viel. Nicht nur musikalisch, aber er war sehr streng mit mir. Also ich erinnere mich sehr gut, wenn ich in meinem Zimmer Cello gespielt habe, hörte ich manchmal aus dem Nachbarzimmer seine Korrekturen zu hoch, zu tief. Und damals, ich war sehr wütend, wenn er das machte, aber ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt dadurch natürlich, weil man immer ein waches Ohr dabei zu haben, ist natürlich ein unglaublicher Vorteil. Und er war selber ein sehr, sehr guter Geiger und konnte mir dadurch auch sehr viel vermitteln. Sind auch deine Eltern Musiker? Meine Eltern selber sind keine Musiker. Also die musikalische Verbindung war wirklich durch ihn. Mit deinem Bruder. Also, und ich habe wir haben von deinem Bruder gesprochen. Was hast du von deinen Eltern gelernt? Von meinen Eltern, wie natürlich jedes Kind, lernt man unglaublich viel von seinen Eltern. Meinen Eltern war immer unglaublich wichtig, Musik und aber auch Literatur. Also Bildung war sozusagen für sie immer an allererster Stelle. Und also ich bin im Grunde genommen sehr wie in einer anderen Zeit ausgewachsen. Also wir hatten zum Beispiel keinen Fernseher und wir sind ganz im Grünen aufgewachsen. Also es gab eigentlich entweder man war draußen in der Natur oder man war drinnen und hat Musik gemacht oder gelesen und es war wirklich eine, ja, wie in einer anderen Zeit. Aber es hatte auch etwas Schönes und man ist, hat dadurch sehr, doch sehr die Möglichkeit gehabt, sich zu fokussieren. Gut. So, dein Bruder, deine Eltern und deine Musiklehrer, was hast du von ihnen gelernt? Von meinen Musikprofessoren habe ich, ja, man kann sagen, fast alles gelernt. Die Möglichkeiten, einmal auf dem Instrument sich auszudrücken, die technischen Möglichkeiten dafür, aber auch vieles, was darüber hinausgeht. Den Respekt vor dem Komponisten und vor dem Werk, dass man wirklich sich bis ins Detail mit der Partitur auseinandersetzt und auch eine gewisse Bescheidenheit, sich vielleicht nicht selber zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Und natürlich auch, wie man sich als Musiker verhält, also kollegial zu sein und nicht nur mit den Ellbogen sich voranzubewegen. Was ist dein Lieblings-Cellist? Mein Lieblings-Cellist,
Das ist fast schwierig für mich zu sagen, weil ich habe so viele wunderbare musikalische Vorbilder. Also werde ich vielleicht einige nennen, die ich ganz besonders mag. Und das ist zum einen natürlich für uns Cellisten unglaublich wichtig, Rostropowitsch, der große russische Cellist, der einfach eine unglaubliche Energie, Musikalität und das Cello-Spiel wirklich auf eine neue Ebene gehoben hat und so viele Komponisten inspiriert hat, für das Cello zu schreiben. Von seiner humanistisch-politischen Seite Pau Casals, der natürlich unglaublich gezeigt hat, was man als Musiker, als Künstler auch über die Noten hinaus für eine Signalkraft haben kann und das für humanistische Zwecke auch einzusetzen kann. Das finde ich unglaublich faszinierend. Und dann gibt es auch Cellisten, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber die mich unglaublich berühren in ihrer Art, wie sie gespielt haben. Zum Beispiel Dani Shafran oder aus der älteren Generation zum Beispiel Piatugorski. Das sind alles Cellisten, die ich unglaublich doch schätze und sehr bewundere und die mich auch inspirieren in ihrem Spielen. Gut, und dann zum Schluss. Hättest du eine Nachricht für die jungen Leute, die gar nicht klassische Musik zuhören? Oder diese Leute, die dich einmal ansehen, bei einem Video oder so? Was für eine Nachricht hättest du für sie? Ich würde sagen, also was ich auch selber mir sage, wenn ich Musik anhöre, die ich noch nicht kenne, es gibt so viele fantastische Musik in jedem Bereich, dass man sich die Chance gibt, mit offenen Ohren und offenem Herz an die Sache ranzugehen, dass man sich selbst die Möglichkeit gibt, unvoreingenommen zuzuhören und die Emotionen, den Charakter und den Inhalt, den Geist der Musik auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, weil man dadurch Welten entdecken kann, die man noch nicht kennt und die möglicherweise absolut faszinierend sind und die man vielleicht sogar anfängt zu lieben. Gut, Benedikt, vielen, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns weiter. Tschüss. Vielen Dank, Michael.